gehöre eigentlich gar nicht auf eine Bühne, denn ich bin Veranstaltungskauffrau, bin demnach immer hinter der Bühne. Aber ich habe heute die Ehre, bei euch zu sein und euch was über das Bühnenhaus zu erzählen. Das Bühnenhaus ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Sache. Und zwar, geh weiter. Es geht nicht weiter. Das geht wirklich nicht. Also, das Bühnenhaus. Nee, warte mal, jetzt! Das geht nicht. Geht der Klicker nicht? Nein, der Klicker nicht. Doch, jetzt. Jetzt geht das. Nein. Also, das Bühnenhaus macht hauptsächlich die Ausstattung für Film- und Fernsehproduktionen. Unsere ganze Gründungsgeschichte mit, wir gehörten mal zu Radio Bremen, wurden gegründet aus ehemaligen Radio Bremen-Mitarbeitern, die ganzen Werkstätten wurden ausgegliedert und, erspare ich euch jetzt mal. Und wir sind im Prinzip in der Lage, euren Film, komplett auszustatten. Wir haben die Werkstätten bei uns, wir haben das Know-how natürlich. Wir machen inzwischen auch selber Filme, also es geht weiter als Requisite und Maske organisieren. Wir können inzwischen auch selber drehen. Wir drehen auf verschiedenen Formaten. Wir haben bei uns alles, was man für Film braucht oder für das, was wir nicht selber haben, haben wir halt gute Partner. Das aller Spannendste ist, wir machen richtig große Sachen. Zum Beispiel haben wir diese wunderschöne Bühne am ZDF-Fernsehstrand für die EM letztes Jahr gebaut. Habt ihr bestimmt mal im Fernsehen gesehen. So fing das an, auf dem Bild in der Mitte, Stahlgerüst, ein bisschen rostig irgendwann, also inzwischen auf jeden Fall, und zum Schluss sah es dann so aus. Und was wir noch machen, wir bauen Kulissen und Messebau. Diese Kulissen haben wir gebaut fürs Auswandererhaus in Bremerhaven. Das Auswandererhaus hat jetzt eine Einwandererausstellung. Und so sah es in den 60ern aus. Das haben wir alles gebaut. Was wir auch gebaut haben für eine irische Filmproduktion, Jack Taylor, eine Krimireihe, die jetzt im Oktober im ZDF ausgestrahlt wird, eine irische Kneipenkulisse. Diese tolle Kneipe gibt es wirklich in Irland. Und wir haben das hier aber nochmal nachgebaut, weil wir hier drehen wollten. Dazu seht ihr gleich einen total schönen kleinen Filmausschnitt. Eine andere Sache ist, wir haben demnächst ein Studio, und zwar in der Bremer Tabakbörse. Da siedeln wir Maskenräume an, da haben wir alles, was die Produktion braucht. Da sind Kulissen aufgebaut, zum Beispiel aktuell der Verhörraum vom Bremer Tatort. Auch da gucken wir gleich mal rein. Da muss ich auch schnell weiterklicken. Und in der Tabakbörse findet übrigens der übernächste Club-Dialog statt. Weiß noch keiner. So. Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal ein paar Filme. Den ersten bitte, das ist das irische Filmprojekt. Da haben wir die Kulisse gebaut. Also eigentlich nur auf den Hintergrund achten. Wurde noch nicht gezeigt, ist noch nicht ausgestrahlt worden. Film ab. Das liegt jetzt nicht in meiner Hand. Regie. Wir geben am Ende ein paar Sekunden drauf, glaube ich. Ach, habt ihr schon? Okay. Das ist nicht geplant, dass der Bildschirm nur schwarz ist, oder? Nein. Sollte eine wunderschöne irische Bar sein. Im Dunkeln, nachts. Piet, was macht ihr in den irischen Kneipen, dass das so schwarz ist? Irisches Bier trinken. Der Blick ins Guinness-Glas sozusagen gerade. Ich würde auch für ein Klavier spielen, aber ich kann das gar nicht. Ich frage mal hoch an die Technik. Gibt es Fortschritte oder sieht es so aus, als wenn wir es nicht hinkriegen, leider? Sieht schlecht aus. Maren, kannst du uns beschreiben oder du bist auf einer Theaterbühne vorspielen, was wir gesehen hätten? Dann kriegen wir doch noch unseren Mord hier heute. Ich war so stolz, ich wollte euch eigentlich auch einen Ausschnitt vom nächsten Tatort zeigen, der natürlich auch noch nicht ausgestrahlt wurde und auch sehr geheim ist. Darum solltet ihr das. Wir können auch eine Pause einlegen bei 3:30 und ich komme nachher nochmal wieder. Okay. Jack Taylor. Das war die Bar von außen, das ist die Bar von innen, das haben wir nachgedacht. Wie in Fan.
Better be the lead in the interior. Lichthaus! Shop, no. Jetzt bei uns in der Tabakbörse und da wurde auch gedreht.